Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Karte Hot Online Farm 2019 mit mir, dem ChrisLP. Jo, wir machen weiter hier. Im letzten Part waren wir stehen geblieben bei der Maisansaat für unsere CTM-Produktion. Und ja, ich habe in der Zwischenzeit hier weitergemacht, habe das Ganze auch fertig gemacht, habe den M-Betrag gewaschen, die Sämaschine zurückgegeben und ja, unser John Deere steht oben bei Feld 57 mit dem Düngerstreuer noch. Da wird es auch bald weitergehen, sobald die nächste Wachstumsstufe durchgelaufen ist. Aber ich denke mal, das sollte in den nächsten paar Stunden passieren. Wir werden auch gleich noch die Zeit auf 5-fach laufen lassen, dass das Ganze ein bisschen schneller vorangeht. Ihr wisst, wir haben noch die drohende Unkrautwelle vor uns in der Nacht. Und ja, ich denke mal, da werden wir heute uns ein bisschen vorbereiten drauf. Und noch ein paar andere Sachen klären. Denn mir ist eine Kleinigkeit passiert, ein kleines Missgeschick passiert. Und davon möchte ich euch jetzt erstmal erzählen. Es ist so, ich habe mal so den ganzen Hof durchgeguckt, habe die Kühe durchgeguckt, habe bei den Kühen auch noch was umgestellt. Das war aber noch kein Missgeschick. Ich habe die Kühe in ein Kuh-Ding zusammengefasst, in ein Kuh-Schwarz-Weiß zusammengefasst. Wir hatten ja vorher drei verschiedene, einmal Schwarz-Weiß, Braun und Schwarz. Dadurch, dass das verschiedene einzelne Dinger sind, geben die wenig Produktivität ab. Oder eine geringe Reproduktionsrate, so muss man sagen. Wenn die Kühe aber alle zusammen sind, eins zusammen, haben sie ja eine höhere Reproduktionsrate und sie geben mehr Milch und vermehren sich schneller etc. etc. Und ja, deswegen habe ich die Kühe verkauft, die braunen und die schwarzen, habe die sozusagen in Schwarz-Weiß umgewandelt. Und ja, ihr seht es, wir haben 26 Kühe in Schwarz-Weiß, Reproduktionsrate von einer Stunde. Und ich denke mal, das sollte sich auch noch verbessern in nächster Zeit, wenn dann mehr Kühe dazukommen. Jo, ich habe dann immer noch weiter geguckt, Wasser ist okay, alles super. Mich hat halt dann immer noch diese 83% Produktivität gestört. Ich habe da nochmal nachgelesen, bla bla, was brauchen die Kühe? Das stand halt auch wieder mit dem Kraftfutter und hier und da. Und ja, dann ist mir aufgefallen, habe ich denn überhaupt für die Mods, für die Karte diese Mods drin? Also diese Fahrzeuge, die spezifischen umgemoddeten. Habe ich mal so nachgeguckt, ja, im Mod-Ordner sind sie drin, aber ich finde sie nicht im Spiel. Ja, liebe Leute, euer Chris war mal wieder richtig schlau. Er hat die letzten 11 Parts sozusagen hier auf der Karte gespielt, hat die Mods auch alle schön säuberlich im Mod-Ordner getan, aber hat sie nicht entpackt. Hat er richtig schlau gemacht. Ich konnte mir da in dem Moment auch richtig an den Kopf langen. Ich wusste nicht, ob ich lachen soll oder ob ich mir wirklich einen scheuern soll. Ja, das Mischgeschick ist, es gibt für die Karte ja zusätzliche Mods, wie ihr seht. Hopfen-Equipment, Transportsystem und Farm-Equipment. Wenn wir hier drunter gehen, gibt es noch verschiedene Häuser, diverse Silos, Werkstätten und Mini-BGA. Jo, das war das Ganze in dem ganzen Paket drinnen, was ich nicht mit reingenommen habe. Und das nächste ist, wenn wir den richtigen Futtermischer haben, können wir auch das Kuhfutter produzieren. Denn in diesen Futtermischwagen geht die Mischration rein und das Kuhfutter, das Kraftfutter, das Ganze muss nochmal durchgemischt werden und gibt dann Kuhfutter. Jo, da haben wir den Salat. Ich denke mal, wir müssen jetzt den großen Futtermischwagen zurückgeben. Schweren Herzens muss man sagen, weil es war ein tolles Gerät, muss ich wirklich sagen. Es ist ein großes Gerät, man kann viel mit dem Ding anfangen. Ich muss ihn wirklich schweren Herzens zurückgeben. Ich hätte ihn gerne länger noch behalten, weil der doch riesig ist und man kann viel, sag ich mal, da rein tun. Die platzierbare Variante hier hinten wird auf jeden Fall stehen bleiben. Die werden wir nicht wegtun, denn der Futtermischwagen hat nur 16.000 Füllvolumen. Und sollten wir doch mal mehr Kühe oder Schweine haben, werden wir das Ganze mit der stationären Produktion machen. Da können wir zumindest das Mischfutter produzieren. Und dann können wir noch das Kraftfutter dazugeben. Aber ich zeige euch das gleich. Wir werden jetzt erstmal eben den Fendt losschicken, denn der kann noch eine Runde Kraftfutter holen. Das ist erstmal das Wichtigste, dass das Kraftfutter hierher kommt an Hof. Denn das brauchen wir jetzt ganz schnell nämlich. Denn wir werden jetzt eben gleich die Dings verkaufen, den Futtermischwagen verkaufen, den anderen wieder kaufen, den kleineren sozusagen, aber halt
für die Karte passend. Und ja, dann können wir loslegen, noch eine Runde Mischwürde zu produzieren. Und dann erkläre ich euch auch alles, wie das gemeint ist mit Mischfutter und Kuhfutter und Graffutter. Ich habe es jetzt nach langer Zeit und Ausprobieren auch kapiert. Es war ein Fehler meinerseits. Wir hätten gleich am Anfang die Mods entpacken sollen und ja, wäre das Ganze auch gelaufen. Gut, naja, wir machen weiter hier. Wir haben es noch zum richtigen Zeitpunkt gemerkt. Wir lassen den auf jeden Fall zur Futterfabrik düsen. Wir haben ja eh gerade so eine Zeit, wo wir nicht viel machen können. Und deswegen, dann passt das auch ganz gut, dass mir das jetzt aufgefallen ist. Deswegen fährt der schon mal los. Wir können den kaufen. Und wie ihr seht, hier geht Kraftfutter rein und halt normales Mischfutter. Wir können einmal den für Schweinefutter nutzen, einmal für das Kuhfutter, was wir jetzt brauchen, und das normale Mischfutter. Also wir produzieren Mischfutter, kippen das in das Lager rein, wandeln den in Kuhfutter um, hauen ein bisschen Mischfutter rein, hauen das Kraftfutter dazu, halt alles in 60, 40 oder was, und ja, fahren das Rind in den Kuhstall und dann passt das. Und die Kühe haben 100% Produktivität. Gut, du fährst hier hoch, der Kollege steht hier auch noch, wir kaufen vielleicht noch ein paar Kühe ein, müssen wir mal gucken. Der Düngerstreuer wartet ja auch noch. Denn die zweite Wachstumsstufe ist noch nicht durch, aber ich denke mal, das wird sich in den nächsten Stunden ändern. Ich weiß noch nicht, ob wir noch eine Nachtschicht einlegen werden. Nachdem das jetzt durch ist, werde ich auch die Zeit nach vorne nehmen. Ich werde dann auch gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt dann. Ob so viel Unkraut kommt oder ob wir das über die Nacht überstehen oder wie oder was. Werden wir dann mal gucken, oder ob es die frisch angesäten Felder lohnt, wenn wir da erstmal in der Früh dann anfangen mit Spritzen und erstmal nur das große Feld da drüben mit dem Weizen erstmal spritzen. Aber das gucke ich mir dann an, wenn das Ganze im Wachsen ist und ja, das Unkraut sprießt. Gut, 152.000, 53.000 geben wir aus, also haben wir sozusagen 99.000 Gewinn. Da werden wir uns noch was überlegen, was wir damit anfangen werden. Ich habe schon ein paar Ideen. Ich dachte schon an eine Produktion, oder wir kaufen einen Schweinestall und kaufen noch ein paar zusätzliche Kühe. Dass wir einfach mal die Kühe in Schwung kriegen. Kaufen von mir aus noch ein paar Hühner. Da könnte man auch noch machen, dass man einen Hühnerstall noch mal platziert. Dass wir da noch mal ein bisschen was in den Griff kriegen. Bevor wir den anhängen. Stroh haben wir, Silage haben wir. Wir haben aber keine Heuballen. Kaufen mal 4 eben. Den fahren wir nach vorne. So. Gut, dann geht's los. Wir laden eben die paar Ballen. Dass wir da auf jeden Fall noch mal eine perfekte Mischration fertig machen können. So, die nehmen wir schon mal mit. Zack, zack. Rinder. Und tun wir noch Stroh dazu und dann passt das. Ich habe noch ein paar andere Mods mit zugenommen. Ich habe zum Beispiel noch so eine Zange dazu genommen. Die gab es früher im Strohbergungs-Addon. Die habe ich jetzt auch noch dazu getan. So eine Zange, die zeige ich euch auch gleich. Und was ich noch mit reingenommen habe, ist der Füll-Level-Limiter. Also wir können jetzt unser Silo fahren, auswählen, jo, ich möchte 4000 Liter da rein haben und dann sind das genau 4000 Liter und nicht 4001 oder sonst irgendwas. Also wir müssen nicht mehr abschätzen, jo, jetzt muss ich R drücken und dann hört das auf. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Alt-Links drücken wir da. Dann ist die Füllgrenze irgendwie drinnen. Ich weiß noch nicht, wie das. Alt links, alt rechts links. Ja. Ah. Limit. Wir brauchen 4000. In dem Fall, das können wir ja ändern. Set Level an. Okay. Wir machen das mal mit Stroh.
Irgendwie traue ich dem nicht. Oh ja. Hat aber nicht funktioniert. Ich muss mir das nochmal angucken. Auf jeden Fall ist das eigentlich ein cooler Mod, weil wir sozusagen dadurch alles sehr genau haben und dann passt das auch eigentlich. So, wir holen hier noch einen Silageballen raus. So, Kollege, komm mal mit. Ubi, rin hier in den Ballen wird nicht unterstützt. Was ist das denn? Ist das Silage? Krieg 17. Geht's jetzt? Ballen wird nicht unterstützt. Aber das ist doch Silageballen. So, noch mal rein hier. So, jetzt hat er funktioniert. Das lag an dem Fülllevel. Irgendwie hatte das nicht gepasst zueinander. Ich werde das auf jeden Fall nochmal ausprobieren, denn eigentlich ist es eine coole Sache, was mir auch eigentlich sehr gut gefällt, weil man da halt natürlich sehr zielstrebig, zielgerichtet das Ganze auswählen kann. Jo, du Kollege bist auch schon angekommen. Sehr schön. Gut, dann holen wir hier mal eine Fuhre Kraftfutter. Dass wir die Schandtat auf jeden Fall wieder in Ordnung bringen können, dass unsere Kühe produzieren können. Ich muss auch nochmal eine dicke Sorry an euch rausgeben. Ist mein Fehler gewesen, muss ich wirklich zugeben. Das war ja ein bisschen ein Mistake, muss man wirklich so sagen, wie es ist. Hätte ich nicht gedacht. Ja, aber gut. Jetzt wissen wir es auf jeden Fall besser. Jetzt können wir es auf jeden Fall ändern und dann läuft das auch wieder. Gut, der Kollege düst zum Hof zurück. Denn dann kann es losgehen oder fahren wir den eben selber. Groß zu tun haben wir ja nichts. Bleib mal stehen, danke. Können wir eigentlich hier hinten rum einen Kurs machen? Auch nicht toll. Fahr du mal die Straße. Hallo? Kollege? So. Normalerweise müsste das jetzt gehen. Hallo? Hallo, wo willst du hin? Bobo, fahr mal geradeaus. Du sollst zum Hof und nicht irgendwelche Abkürzungen hier nehmen. Einfach den regulären, die Straße wieder zurückfahren. So. Klappt das jetzt oder wie läuft das? Schaut so aus. Gut, wir gucken mal, was passiert. Wir gucken einfach mal. Gut. Dann haben wir das erstmal. Unser Hof schaut auch echt gravierend aus. Aber wir werden eben mal die Spritze noch holen. Denn die steht auch noch da drüben beim Händler. Die holen wir jetzt auch eben. Die machen wir schon mal voll mit Pflanzenschutz, dass wir dann, sollte die ganze Unkrautwelle eintreten, sofort loslegen können. Unser Wender steht hier noch. Den werden wir auch noch brauchen, sobald das Gras reif ist. Dass wir da auf jeden Fall direkt loslegen können mit dem Heuwenden. Zack. Ich werde auch noch gleich gucken, ob wir irgendwo noch eine Mission haben. Zur Not lasse ich da nochmal einen Schlepper drüber heizen, wenn es irgendwas drüben spritzen ist oder so. So.
gucken wir mal eben hier. Befüllung starten. Flüssigdünger. Ne, Pflanzenschutz. Jo, jetzt kommt erstmal die teure Lieferung. Weil Pflanzenschutz ist ja immer sehr teuer. Jo, 7000. Geht aber im Verhältnis zu 6000 Liter. Dann ist der Preis irgendwo bei 1,2 oder so. 1,1. Ja, müsste hinkommen. Gut, dann fahren wir den zum Hof. Dann kann der da auf jeden Fall stehen bleiben. Und Lala lassen wir dran, weil den brauchen wir gleich noch. Wenn unser Fan denn ankommt, bin ich mal gespannt. Hier drin steht noch eine Schaufel. Wir bräuchten so ein Regal irgendwie. Das wäre eigentlich eine ganz gute Sache. So ein Regal irgendwie. Haben wir da irgendwas drinnen? Nicht wirklich, ne? Wir haben kein Regal. Wo wir irgendwie was reinsetzen könnten. Dekoration, aber das ist doof, das Ding. Das backt eigentlich auch nur rum. Werkstätten, haben wir da noch irgendwas? Diverses, eine Fahrzeughalle, eine riesengroße, Alter, das ist auch ein Riesenschinken. Ja, haben wir erstmal nicht. Ich werde mich mal gucken, ich werde mich mal erkunden, ob wir nicht irgendwo so ein schönes Regal noch kriegen, wo wir unsere Sachen reinstellen können, dass das Ganze am Hof geordneter wird mal. Ja, jetzt können wir mal gucken, was kostet denn so ein Schweinestall? Der kostet 90. Der kostet 95, der kostet 250, kriegt aber 300 Schweine rein. Reicht uns nicht erstmal der kleine Schweinestall? Die Schweine können wir ja dann auch zum Metzger fahren. Das wäre ja so eine Variante, was man machen könnte. Problem, wir müssen irgendwie hier was... ja, modellieren. Den mal groß, den in so. Gucken, ob wir da nicht irgendwas hinkriegen. Da nicht irgendwas angeglichen kriegen, dass wir... Weiß auch nicht, wie das ausschaut. Ich habe das noch nicht oft gemacht mit diesem ollen Tool. Ich finde das auch ab und zu ein bisschen buggy, aber wenn man sich das Ding hier irgendwie hinsetzen könnte, wäre das echt gut. Weil dann könnten wir mit den Schweinen beginnen. Dann hätten wir schon mal den Stall dastehen. Wir können uns ja dann später noch das zulegen, die Schweine. Ich werde noch diesen Mod mit reinnehmen, diesen Tierlimit Mod reinnehmen. Dann können wir auch den Schweinestall hinlazieren, weil mir wird jetzt schon angezeigt, dass wir zu viele Tierställe haben. Deswegen werden wir gleich mal gucken, oder werde ich zur nächsten Folge auf jeden Fall gucken, dass ich diesen Limiter mit reinnehme, dass wir da auf jeden Fall genügend Ställe platzieren können. Es gibt zu viele Tiergehege. Kann man den trotzdem platzieren? Trotz, dass es zu viel Tiergehege gibt. Können wir den hier so ein bisschen in das Buschwerk reinsetzen? Boah, hat funktioniert. Okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber hat funktioniert. Wir werden hier nochmal, was zahlen wir hier, wenn wir eine 200. Wir hätten 79.000 noch zum Ausgeben für Kühe.
Jetzt hier mal. So, 81 hätten wir. 81 minus 6000 sind 75, steht da ja auch, und 75 durch 2,5 sind 30 Kühe. Boah, das wäre eine Anzahl, das wäre ein richtiges Ding. Ich denke mal, da könnten wir auf jeden Fall was machen. 30 Kühe, dann hätten wir noch knapp 100.000, dann können wir den Stall noch platzieren und dann passt das. Wir können ja immer noch Kredit aufnehmen, aber dann kommen wir mal dem ganzen Tier ein bisschen näher und wir haben ein paar mehr. Zack, machen wir. Jo, 56 Kühe, das passt auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir wieder Wasser, Stroh. Mischration muss auf jeden Fall reingefahren werden. Aber wenn wir mehr Kühe haben und über die Nacht, passt das dann auch gut. Weil wir dann doch über die Nacht gut Milch kriegen. So, wir haben hier jetzt noch... ja, Ladung, Kraftfutter drin. Das müssen wir jetzt mal gucken. Kriegen wir das hier rein in das Multisilo? Oder haben wir da gleich Problem? Hallo? Links. Boah, geht nicht. Uff. Ja, dann... müssen wir uns so einen unschönen Haufen ein bisschen hinmachen. Ich habe auch kein Gefühl, was so reingeht an Futter. Wir werden das mal ausprobieren. Wir werden gleich unten drunter fahren, das ein bisschen reintun. Schlepper haben wir ja da stehen, Schaufel haben wir auch da. Müssen wir das halt über einen komplizierten Weg rein tun. Wir müssen aber dann nochmal gucken, ob wir nicht irgendwo ein Dings, ein Silo haben, wo wir das Zeug auch rein tun können. Ah, heute steht auch alles im Weg. Das möchte ich auf jeden Fall noch fertig kriegen, wenn die Folge jetzt schon ein bisschen länger geht. Dann tut es mir leid, aber ich möchte das auf jeden Fall euch noch zeigen. Das bin ich euch sozusagen schuldig in dem ganzen Schlamassel hier. Konfigurieren. Wir brauchen einmal das Kuhfutter. Jo, sehr schön. Dann hängen wir den wieder an. Gut, ist auch ausgewählt. Dann tun wir da eine Runde Mischfutter rein. So. 16.000 kriegen wir rein, wenn wir... 6.000. Ich weiß nicht, was, wie die Anteile sind. Deswegen müssen wir das mal ein bisschen ausprobieren. So, bauen wir noch eben die Schaufel an. Ja, wir brauchen mal ein Regal dafür. Das ist sinnvoll, weil so wie es hier ausschaut mit allen Sachen hier drinnen, das ist ja ein Zustand auf Dauer, wenn wir mehr Fahrzeuge haben. Das möchte ich auf jeden Fall verändern. Ich werde auch in der Zwischenzeit das Land hier hinten nochmal planieren, dass wir da ein bisschen was Schönes haben. Das muss auf jeden Fall ein bisschen schöner werden, dass unser Hof auch ein bisschen armbar wird. Wie ist hier so, okay, ist das 50-50 oder wie läuft das? Wenn das klappt, freue ich mich echt. Also ich bin da echt mega happy, wenn das funktionieren würde. So,
Da können wir auch noch mal eine Tour mehr reinkippen. So, dann können wir das auch demnächst mal vernünftig richtig machen, dass das auf jeden Fall passt. Jo. Das schaut gut aus. Da haben wir eine schöne Ladung Kuhfutter. Ich werde das auf jeden Fall in der Zwischenzeit fertig machen. In der Aufnahmepause. Wir werden das jetzt noch reinkippen eben. Dann sehen wir auch, ob das Ganze fungiert hier. Strohfeeding müsste jetzt irgendwo... Kuhfutter. Wird auch angezeigt. Jo, geil. Endlich. Wir haben Kuhfutter. Wir haben Kuhfutter. Wir haben Kuhfutter. Das ist wirklich geil. Aber da geht jede Menge rein. Ihr seht es. Wir können hier richtig kräftig an Futter produzieren. Wir kriegen einiges rein. Da werden wir auf jeden Fall auch beim nächsten Mal weitermachen. Vielleicht noch einen Sprung reinfahren. Und ja, ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne einen Kommi da. Lasst gerne ein Abo da. Schreibt gerne was Nettes rein über meine Schandtaten, die ich hier veranstaltet habe, sozusagen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns trotzdem in der nächsten Folge wieder sehen. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss!